geht um das Buch von Alfred Kerr, Ulrich Berlin. Alfred Kerr, Jahrgang 1862, war und ist bis heute Deutschlands berühmtester Theaterkritiker, der berühmteste, der am meisten geliebte, am meisten bewunderte, am meisten bekämpfte und gehasste Kritiker. Eine ganz extreme, außergewöhnliche Figur in der deutschen Literaturgeschichte. Er hat eine eigene Sprache der Kritik für sich selber erfunden. Er ist ein Kritiker, der niemanden nachgeahmt hat. Er hat bei den Romantikern, über die er promoviert hat, allerlei gelernt. Nachgeahmt hat er niemanden und letztlich wurde er von niemandem nachgeahmt. Er ist völlig singulär als Theaterkritiker. Ein Mann mit ungeheurem Witz, sehr pfiffig, sehr witzig, mit einer grandiosen Formulierkraft und knappen Sätzen kann er eigentlich alles ausdrücken, was er will. Die Figur Alfred Kerr hat in der deutschen Literaturgeschichte seit einigen Wochen eine neue Rolle, neue Position gewonnen. Es sind im Archiv der Berliner Akademie der Künste, im Alfred Kerr-Archiv, zwei, drei Artikel von ihm vom Ende der 90er Jahre veröffentlicht in der Breslauer Zeitung gefunden worden. Der Herausgeber Günther Rühle ist auf die sehr richtige Idee verfallen. Vielleicht hat er mehr davon geschrieben. Er schrieb für diese Zeitung Kerr allwöchentlich über 5 Jahre Artikel aus Berlin. Diese Artikel sind völlig ungewöhnlich und erlauben uns, mit einem großen Wort, das gleich ein großes Wort auszusprechen, die Geschichte des deutschen Feuilletons muss nach diesem Buch, von dessen Existenz wir nichts gewusst haben, nicht wissen konnten, neu geschrieben werden. Hier ist ein Meisterwerk eines Feuilletonisten vorgelegt worden, eines Mannes, den wir geschätzt und bewundert haben als Theaterkritiker und als Autor von Reiseschilderungen, sehr vielen poetischen auch Reportagen. Was macht er hier? Er schildert Berlin, das heißt Theater in Berlin, die Bälle, die Feste, den Verkehr, die Literatur, die Prozesse in Moabit, im Gericht. Er schildert Berlin. Wer ist es, der Berlin 5 Jahre lang schildert? Ein Theaterkritiker. Und er sieht ganz Berlin, den Alltag von Berlin, wie auf einer Bühne. Und er beschreibt wie ein Theaterkritiker, was sich auf dieser Bühne abspielt. Wie seine Größe als Kritiker darin bestand, dass er mit manchmal nur wenigen Worten eine Figur von einem Schauspieler gespielt, eine Figur von Schiller, Kleist oder Lessing, wiedergeben konnte in der Kritik. So zeigt er hier den Berliner Alltag Ende der 90er Jahre. Damit hat er ein feuilletonistisches Werk von ungewöhnlicher Kraft und Anschaulichkeit geschrieben. Das ist wahrscheinlich das Interessanteste. Die Anschaulichkeit seiner Beschreibung. Der Band ist eine Auswahl, wenn auch eine reichhaltige Auswahl, 700 Seiten. Und eins möchte ich sagen, auch im Widerspruch zu einem Kritiker, der über dieses Buch geschrieben hat, da gibt es gar nichts zu kürzen. Auf keine Seite in diesem Buch möchte ich verzichten. Es ist ein ungewöhnlich lebendiges, anschauliches Bild von Berlin damals. Nur, und damit ende ich, eine Frage. Wozu müssen wir eigentlich etwas erfahren über Berlin in den späten 90er Jahren? Darf ich eine Antwort versuchen? Alles, was Sie gesagt haben, kann man nur unterstreichen. Es sind bedeutende Feuilletons. Sie haben eine Leichtigkeit, eine Eleganz. Sie leben von dem Berliner Witz. Sie leben von der Fähigkeit des Autors, sich über Menschen lustig zu machen. Es gibt Porträts, die unverzichtbar sind, Porträts von Fontane beispielsweise, der sich durch den ganzen Band durchzieht. Ich kann gleich schnell noch ein paar Namen nennen. Arthur Schnitzler, Adolf von Menzel, das sind auch Figuren, die er fabelhaft porträtieren. Ja, er porträtiert auch den deutschen Kaiser und er sagt von Fontane, Fontane hat von sich gesagt, er habe kein Talent zur Feierlichkeit, der Kaiser hat umso mehr Talent zur Feierlichkeit.
Und ein Teil fehlt, was Sie gesagt haben, die Architektur Berlins. Es entsteht die Gedächtniskirche, es entsteht das Theater des Westens, es entstehen die großen Kaufhäuser, KDW, Wertheim und so weiter und so fort. Und jetzt kommt, warum interessiert uns das Buch heute? Das Buch ist genau 100 Jahre alt. Und die Gründerzeit Berlins erinnert mit Variationen an die heutige Gründerzeit. Ich habe nun das Glück oder Pech, dass ich durch die Potsdamer Straße jeden Tag gehe, wo Herr Kerr Herrn Fontane getroffen hat unter damals noch Bäumen. Da war die Potsdamer Straße noch nicht zur Reichsstraße Nummer 1 umgebaut, was er auch schildert. Und diese Großmannssucht, dieses Kesseabwehren der Größe, dieses Neureiche, dieses keinen Stil finden beim Feste feiern, dieses Theater nebeneinander, diese Unsicherheit zwischen Pachulkes und wirklichen stilbildenden Leuten, der Adel und alles das, dieses Gemisch, das nach Berlin kommt. Er hat es ja für eine Breslauer Zeitung geschrieben und in der damaligen Zeit ist der Satz entstanden, jeder echte Berliner kommt aus Breslau. Ja. Und so wird man also heute auch sagen können, Berlin ist ein ähnlicher Schmelztiegel, eine ähnliche Baustelle, trotzdem ganz was anderes. Und wenn wir noch warten, bis die Bundesregierung hinzieht, vielleicht erleben wir auch einen ähnlichen Kaiser dort. Ja, aber der Unterschied ist doch der, dass wir, dass es heute, glaube ich, keinen Feuilletonisten mehr gäbe, der diese Selbstsicherheit, diese Chuzpe und auch diese Hoffärtigkeit hat, die der junge, doch sehr begabte Kerr hatte, sich selber als Großfeuilletonist da zu installieren und zu sagen, ich sehe diese ganze sich verändernde Stadt durch mein Temperament, durch meine Augen und ich erzähle das der Welt, wenn es auch nur die Breslauer Zeitung war, wie sich Berlin verändert. Diesen Anspruch oder auch diese Dreistigkeit, Tolldreistigkeit, würde heute wahrscheinlich gar niemand mehr haben. Ja, es ist ein Punkt dabei. Kerr war seinem künstlerischen Mittel und seiner Intelligenz sicher. Denn das wollen wir mal sagen. Von Anfang bis zu Ende ist dieses Buch, von allen anderen Werten abgesehen, ein hochintelligentes Buch. Ich glaube ja, dass die Intelligenz einem Schriftsteller nicht schadet. Es gibt andere Ansichten, die sagen, dem Lyriker schadet. Die müssen ein bisschen blöd sein, sonst kommt keine gute Lyrik zustande. In der umgekehrten Ansicht finde Goethe, Heine und Brecht waren hochintelligent. Es ist ein sehr intelligentes Buch und es hat insofern die Rolle in der Geschichte der deutschen Literatur verändert, des Autors Kerr. Kerr sahen wir bisher als den interessantesten, originellsten Theaterkritiker der ersten Hälfte dieses Jahrhunderts. Wir sehen ihn jetzt als einen fabelhaften Feuilletonisten. Wer war denn der größte deutsche Feuilletonist in unserem Jahrhundert? Wahrscheinlich, alle Superlative sind umstritten, wahrscheinlich doch Kurt Tucholsky, das war der Meister des Feuilletons. Nun steht Kerr mit diesem Buch ebenbürtig neben Tucholsky, der früher das alles geschrieben hat. Tucholsky hat etwa 1910 begonnen und er dieses Buch 1895. Übrigens, es gibt eine interessante Parallele im Rühle-Nachwort. Ich habe gelernt, dass für die gleiche Breslauer Zeitung damals zu den Berliner Briefen Wiener Briefe von Karl Kraus geliefert worden sind, die man auch noch nicht gefunden hat, also die wären noch zu entdecken. Ja. Ich wollte nur eine winzige Ergänzung machen. Dass Kerr keinen Nachfolger gefunden hat, halte ich einer Berliner Nachkriegsperson Luft gegenüber für ungerecht. Friedrich Luft ist sozusagen ein legitimer Kerr-Erbe. Und Frau Löffler, ich würde mal ein bisschen vorsichtig sein in einer Hinsicht. Wenn man Berliner Zeitungen und Zeitungen aus Berlin heute liest, wird man vielleicht in 50 Jahren auch viel Interessantes sammeln können und vielleicht werden das auch schöne Bände vielleicht sein. Auch Herr Engelstein, Herr Engelstein, bitte. Was Frau Löffler gerade sagte, dass es das heute vielleicht so nicht mehr gäbe, liegt natürlich an vielen Dingen, trotz des Tagesspiegels. Nein, ich habe wird es das nicht mehr geben können. Der Grund liegt natürlich daran, dass diese Öffentlichkeit gar nicht mehr da ist. Mhm. Es gibt die Bedeutung des Theaters nicht in demselben Maße. Es sind heute viele Öffentlichkeiten, viele Fernsehöffentlichkeiten auch, wie Sie ja hier alle sehr, sehr gut wissen. Und das Spektakuläre für jeden Leser, ganz egal, ob er Berlin
mag oder nicht, ob ihn die Stadt jetzt interessiert, ist die Selbsterschaffung eines jungen Schriftstellers, der mit 28 zum 1. Januar 95 seinen ersten Bericht schickt. Die sind so alle zwischen 5 und 7 Seiten lang, wurden in der Breslauer Zeitung jeden Sonntag gedruckt. Rühle lässt einige aus und teilt aber mit, was er ausgelassen hat. Das wirklich Fantastische ist diese Mischung aus Gesellschaftsbeobachtung, Theater, aber sehr, sehr zurückhaltend, Politik, Beamtentum, Architektur, den jungen Mädchen, deren Wangen von der Frühlingsluft gestreichelt werden, Herr Reichert. Also es ist einfach unglaublich erotisch. Das und ist wirklich die, ein erotisches Buch. Die Jungs, die Pickel haben weil, und dann ja, Piccolomini heißt. Weil eben Kerr selber ein hocherotischer Typ ist. Ja. Er ist selber einer, der auch dauernd von seinen Liebschaften sehr diskret, aber doch wahrnehmbar berichtet und der uns sogar von seinem Goldfisch Moritz. Ich bin etwas erstaunt, dass Sie Kerr zu Recht als einen hocherotischen Typ bezeichnen, von dessen Liebschaften sprechen. Ja. Ich finde, seine Erotik kommt am deutlichsten, am stärksten und schönsten zum Ausdruck in seinem Verhältnis zur Literatur und zum Theater. Ja. Wir dürfen eins nicht vergessen, das war ein Enthusiast des Theaters. Er glaubte, und das sieht man in diesem Buch auch immer wieder, obwohl das Theater hier nicht das Hauptthema ist, er glaubte an die Erlösung des deutschen Volkes. Nicht der Menschheit, aber vielleicht des deutschen Volkes. Nicht unbedingt durch das Theater, aber die Erlösung durch die Theaterkritik. Er hat der Kritik die allerhöchste Bedeutung zugemessen. Wahrscheinlich eine weit größere als der deutschen Lyrik jener Zeit. Dann noch etwas zu diesem Buch. Dass er auf hochinteressante Weise einen Fontane, einen Schnitzler, einen Adolf von Menzel charakterisiert, ist eine wunderbare Leistung, Hut ab. Aber was mir noch mehr imponiert ist, wenn er einen Journalisten Pietsch, glaube ich, charakterisiert und porträtiert. Nie im Leben habe ich von dem Journalisten gehört. Keiner kennt ihn. Er war damals bekannt, er ist längst vergessen, zu Recht vergessen. Und die Darstellung von Kerr ist faszinierend. Wieso? Er porträtiert eine Figur. Und die Figur ist unerhört interessant und das Wichtigste aktuell. Das ist an dem Buch das Verwunderliche. Die haben ja schon darauf hingewiesen, diese Parallele, Berlin damals, Berlin heute. Die Typen, die er da zeigt, auch die Typen der Schauspieler, die Art und Weise, wie er Schauspieler bewundert und kritisiert, ist ungeheuerlich. Übrigens. Also es gibt auch noch einen Punkt dazu. Natürlich ist er ein Erotiker, aber das für mich Spannende in diesen 700 Seiten war, wie sich aus diesem doch sehr eitlen, sehr selbstsicheren, sehr sinnlichen und sinnlich wahrnehmenden jungen Mann in diesen 5 Jahren ein politisch denkender Kopf entwickelt. Ein Erotiker, der sich politisiert. Eine der spannendsten Episoden scheint mir zu sein, die Günter Rühle, der Herausgeber, mit reingenommen hat, obwohl sie nicht zu den Berliner Briefen für die Breslauer Zeitung gehört. Das ist der Besuch in London beim Sozialistenkongress. Also das ist natürlich fantastisch, wenn er diesmal nicht Schauspieler beschreibt, sondern den Jaurès und die Clara Zetkin und die Tochter von Marx. Und den Sozialistenkongress beschreibt. Und da sieht man, dass das ein eminent politischer Kopf geworden ist. Und ich glaube, er hat sich politisiert durch die ständige Beobachtung des deutschen Kaisers. Und er hat eine unglaubliche Raffinesse entwickelt, eine derartig hintergründige Ironie, wo er die Zensur und die Majestätsbeleidigung immer so gerade haarscharf vermieden hat, aber trotzdem von einer so gnadenlosen Bloßstellungsmanie eigentlich befallen war, um den Kaiser die ganze Zeit vorzuführen. Er hat den Kaiser ununterbrochen vorgeführt, ohne dass man ihn der Majestätsbeleidigung hätte zeihen können. Das wäre durchdacht, da hat er darauf geachtet. Das war raffiniert. Der Tatbestand war aber erfüllt. In unseren Augen heute ist der Tatbestand der Majestätsbeleidigung tadellos erfüllt. Ja, wunderbar. Wenn er zum Beispiel sagt, dass Wilhelm II in 27 Jahren 2 Dachse geschossen hat und 14.000 Hasen. Und Kerr rechnet jetzt aus, plus alle anderen Tiere, die noch dazukommen, unschuldige, kleine, große Tiere, Fasanen, kommt er auf 4 Tiere pro Tag. Ja. Also, Freunde, wir müssen an die Honecker-Schilderung ungefähr. Wir müssen zu weiteren Themen übergehen. Eins ist sicher, dieses Buch von Alfred Kerr, Wo liegt Berlin? Es ist ein Buch geworden. Es ist nicht nur eine Sammlung von schönen Feuilletons und Briefen, sondern ein richtiges Buch durch 2 Umstände, durch das große Thema Berlin und durch die Figur des Autors, der durchgehend ja gegenwärtig ist in diesem Buch auf jeder Seite. Dieses Buch, Wo liegt Berlin? Wenn man
Alle Superlative, ich sagte schon, sind ja riskant. Aber wenn man mich fragen sollte, welches ist das wichtigste deutschsprachige Buch in diesem Herbst? Ich würde nicht zögern. Alfred Kerr, Wo liegt Berlin? Mit manchmal nur wenigen Worten eine Figur von einem Schauspieler gespielt, eine Figur von Schiller, Kleist oder Lessing, wiedergeben konnte in der Kritik, so zeigt er hier den Berliner Alltag Ende der 90er Jahre. Damit hat er ein feuilletonistisches Werk von ungewöhnlicher Kraft und Anschaulichkeit geschrieben. Das ist wahrscheinlich das Interessanteste. Die Anschaulichkeit seiner Beschreibung. Der Band ist eine Auswahl, wenn auch eine reichhaltige Auswahl, 700 Seiten. Und eins möchte ich sagen, auch im Widerspruch zu einem Kritiker, der über dieses Buch geschrieben hat, da gibt es gar nichts zu kürzen. Auf keine Seite in diesem Buch möchte ich verzichten. Es ist ein ungewöhnlich lebendiges, anschauliches Bild von Berlin damals. Nur, und damit ende ich, eine Frage. Wozu müssen wir eigentlich etwas erfahren über Berlin in den späten 90er Jahren? Darf ich eine Antwort versuchen? Alles, was Sie gesagt haben, kann man nur unterstreichen. Es sind bedeutende Feuilletons. Sie haben eine Leichtigkeit, eine Eleganz. Sie leben von dem Berliner Witz. Sie leben von der Fähigkeit des Autors, sich über Menschen lustig zu machen. Es gibt Porträts, die unverzichtbar sind, Porträts von Fontane beispielsweise. Es geht um das Buch von Alfred Kerr, Wo liegt Berlin? Alfred Kerr, Jahrgang 1862, war und ist bis heute Deutschlands berühmtester Theaterkritiker, der berühmteste, der am meisten geliebte, am meisten bewunderte, am meisten bekämpfte und gehasste Kritiker. Eine ganz extreme, außergewöhnliche Figur in der deutschen Literaturgeschichte. Er hat eine eigene Sprache der Kritik für sich selber erfunden. Er ist ein Kritiker, der niemanden nachgeahmt hat. Er hat bei den Romantikern, über die er promoviert hat, allerlei gelernt. Nachgeahmt hat er niemanden und letztlich wurde er von niemandem nachgeahmt. Er ist völlig singulär als Theaterkritiker, ein Mann mit ungeheuerem Witz, sehr pfiffig, sehr witzig, mit einer grandiosen Formulierkraft und knappen Sätzen kann er eigentlich alles ausdrücken, was er will. Die Figur Alfred Kerr hat in der deutschen Literaturgeschichte seit einigen Wochen eine neue Rolle, neue Position gewonnen. Es sind im Archiv der Berliner Akademie der Künste, im Alfred Kerr Archiv, zwei, drei Artikel von ihm vom Ende der 90er Jahre veröffentlicht in der Breslauer Leuten, der Adel und alles das. Dieses Gemisch, das nach Berlin kommt, er hat es ja für eine Breslauer Zeitung geschrieben und in der damaligen Zeit ist der Satz entstanden, jeder echte Berliner kommt aus Breslau. Ja. Und so wird man also heute auch sagen können, Berlin ist ein ähnlicher Schmelztiegel, eine ähnliche Baustelle, trotzdem ganz was anderes. Und wenn wir noch warten, bis die Bundesregierung hinzieht, vielleicht erleben wir auch einen ähnlichen Kaiser dort. Ja, aber der Unterschied ist doch der, dass wir, dass es heute, glaube ich, keinen Feuilletonisten mehr gäbe, der diese Selbstsicherheit, diese Chuzpe und auch diese Hoffärtigkeit hat, die der junge, doch sehr begabte Kerr hatte, sich selber als Großfeuilletonist da zu installieren und zu sagen, ich sehe diese ganze sich verändernde Stadt durch mein Temperament, durch meine Augen und ich erzähle das der Welt, wenn es auch nur die Breslauer Zeitung war, wie sich Berlin verändert. Diesen Anspruch oder auch diese Dreistigkeit, Tolldreistigkeit, würde heute wahrscheinlich gar niemand mehr haben. Ja, es ist ein Punkt dabei. Kerr war seinem künstlerischen Mittel und seiner Intelligenz sicher. Denn das wollen wir mal sagen. Von Anfang bis zu Ende ist dieses Buch, von allen anderen Werten abgesehen, ein hochintelligent, der sich durch den ganzen Band durchzieht. Ich soll schnell noch ein paar Namen nennen. Arthur Schnitzler, Adolf von Menzel, das sind auch Figuren, die er fabelhaft porträtiert. Ja, und er wollte gerade sagen, er porträtiert auch den deutschen Kaiser
Und er sagt von Fontane, Fontane hat von sich gesagt, er habe kein Talent zur Feierlichkeit. Der Kaiser hat umso mehr Talent zur Feierlichkeit. Und ein Teil fehlt, was Sie gesagt haben, die Architektur Berlins. Es entsteht die Gedächtniskirche, es entsteht das Theater des Westens, es entstehen die großen Kaufhäuser, KDW, Wertheim und so weiter und so fort. Und jetzt kommt, warum interessiert uns das Buch heute? Das Buch ist genau 100 Jahre alt. Und die Gründerzeit Berlins erinnert mit Variationen an die heutige Gründerzeit. Ich habe nun das Glück oder Pech, dass ich durch die Potsdamer Straße jeden Tag gehe, wo Herr Kerr Herrn Fontane getroffen hat unter damals noch Bäumen. Da war die Potsdamer Straße noch nicht zur Reichsstraße Nummer 1 umgebaut, was er auch schildert. Und diese Großmannssucht, dieses Kesseabwehren der Größe, dieses Neureiche, dieses keinen Stil finden beim Feste feiern, dieses Theater nebeneinander, diese Unsicherheit zwischen Pachulkes und wirklichen Stilbilden. Zeitung gefunden worden. Der Herausgeber Günther Rühle ist auf die sehr richtige Idee verfallen. Vielleicht hat er mehr davon geschrieben. Er schrieb für diese Zeitung Kerr allwöchentlich über 5 Jahre Artikel aus Berlin. Diese Artikel sind völlig ungewöhnlich und erlauben uns, mit einem großen Wort, das gleich ein großes Wort auszusprechen, die Geschichte des deutschen Feuilletons muss nach diesem Buch, von dessen Existenz wir nichts gewusst haben, nicht wissen konnten, neu geschrieben werden. Hier ist ein Meisterwerk eines Feuilletonisten vorgelegt worden, eines Mannes, den wir geschätzt und bewundert haben als Theaterkritiker und als Autor von Reiseschilderungen, sehr vielen poetischen auch Reportagen. Was macht er hier? Er schildert Berlin, das heißt Theater in Berlin, die Bälle, die Feste, den Verkehr, die Literatur, die Prozesse in Moabit, im Gericht. Er schildert Berlin. Wer ist es, der Berlin 5 Jahre lang schildert? Ein Theaterkritiker. Und er sieht ganz Berlin, den Alltag von Berlin, wie auf einer Bühne. Und er beschreibt wie ein Theaterkritiker, was sich auf dieser Bühne abspielt. Wie seine Größe als Kritiker darin bestand, dass er